Was? Wie geht das dann weiter in der Praxis bei Ihnen an, wenn Sie bei Ihnen angekommen sind, die Kinder? Wird das? Die werden gefragt, ob sie da Interesse haben, dass wir das anbieten, und dann werden die dementsprechenden Messungen gemacht. Und bis das Kind dann bei mir drin ist, ist alles eingetragen, ist schon alles besprochen, muss eigentlich gar nichts mehr machen. Weil ich dann die Assistentin haben, die alles schon vorbereitet haben. Also eine Teamarbeit vom Ende, vom ganzen Team. Das ist völlige Teamarbeit, wo wir uns dann auch fest, oder für uns festgelegt haben, ab wann fange ich mit der Therapie an, weiß ich nicht, 0,2 mm Augenlängenzuwachs pro Jahr, dann über eine halbe Dioptrienzunahme, Zykloplegie mit 7 Jahren plus 0,5, nicht plus 0,5 Dioptrien, ist dann ein hohes Risiko, dass man bei diesen Kindern anfängt, und werden die Eltern natürlich dann aufgeklärt, und dann wird es eigentlich gut angenommen. Das ist im Prinzip, wo das eben die nächste Frage ist, was sind die Kriterien, dass man anfängt? Weil Joachimsen hat ja eben gesagt, man müsste eine Progression haben, um überhaupt mit der Myopie-Kontrolle anzufangen. Also wir können nichts kontrollieren oder vermindern, wenn ja keine Progression da ist. Das heißt, ist es nur die Kurzsichtigkeit, wenn ein Kind kurzsichtig ist, fangen wir an, oder beobachtet man es mal ein halbes Jahr, bevor man beginnt? Das ist so ein bisschen die Frage, die mir aus diesem Papier kommt, die Progression sollte 0,5 oder größer sein, um auch zu starten. Also eine defensive Haltung ist sicherlich angesagt und auch angebracht. Entscheidend ist dann wieder die zykloplegische Kontrolle. Also das ist, kann ich nur wieder sagen. Und sagen wir mal so, was man den Eltern durchaus mitteilen kann, ist, dass das Kind bereits mit minus 0,5 von der Norm deutlich abweicht. Wo die Natur es dann hinträgt, das wissen wir eben nicht. Das kann so weit gehen, es kann aber auch, was weiß ich, bei minus 2 stehen bleiben. Mhm. Die Frage ist letztlich, mit welcher Wahrscheinlichkeit gehen wir jetzt, sagen wir mal so, an eine Therapie oder Nicht-Therapie, oder mit einer welchen erfolgreichen Wahrscheinlichkeit, es dann umzusetzen. Das ist dann immer etwas so, wie wenn man sagt, ich möchte eine Früherkennungsuntersuchung machen lassen, wobei die Wahrscheinlichkeit für ein Glaukom eben bei 0,2% oder sowas liegt, oder 0,5. Ja gut, da kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist grundsätzlich, mal gesprochen, ist grundsätzlich gering, aber wer es hat, hat es zu 100%. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem der überhaupt im Gesundheitssystem, dass die Wahrscheinlichkeiten natürlich betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich gesehen werden. Der Einzelne, den interessiert das nicht, der es hat. Ja, und deswegen muss man den Eltern dann auch sagen, und da gibt es ja auch unterschiedliche Akzeptanzprofile für Wahrscheinlichkeiten. Es gibt Eltern, die sagen, nee, da lässt sich überhaupt nichts anbrennen. Ja, das muss man dann aber auch durch ein Gespräch rausfinden. Ja, da lasse ich nichts anbrennen, ich möchte das für mein Kind, und weil ich glaube, dass das okay ist, und das ist natürlich auch immer eine Frage des Vertrauens. Ja, wenn man sagen kann, okay, erfahrungsgemäß nimmt die Kurzsichtigkeit schon zu, und erfahrungsgemäß kann man es etwas bremsen, aber nicht Stand bringen. Ja, oder man sagt, es gibt eben Eltern, die sagen, nö, lassen wir mal gucken, dann ist das ja auch gut. Ja, aber zumindest hat man sich mitgeteilt. Und das ist auch das, was ich immer sage. Es ist nicht die Handlungsanleitung, die aus einem Gespräch entwächst, sondern es ist die Information, die den Einzelnen erstmal zum Nachdenken bringt, die einzelnen Eltern. Mehr kann man erstmal nicht machen. Und dann muss das reifen. Ja, ob die Leute dann die Woche drauf wiederkommen oder in einem Jahr. Das ist dann wiederum, das muss dann die Familie für sich selbst vertreten. Da gibt es auch Informationen mit, weil wir wissen ja, im Internet gibt es dann Dr. Google und andere schlechte Informationen. Da ist natürlich viel Blödsinn drin, das sage ich dann auch. Ich habe auch immer gerne an die Uni Tübingen verwiesen, die haben da einen Link zu, auch zumindest zur Atropinbehandlung. Und jetzt haben wir ja eine Broschüre endlich. Wir haben auch eine für die Praxis schon erstellt gehabt mit Kollegen, die aber unbebildert ist, natürlich dann immer nicht so toll, muss ich ja lesen. Ne? So die Vertrampung des Alltags. Entscheidend ist letztlich, dass die Leute irgendwas in die Hand bekommen. Und wenn das ein paar Seiten sind, die man mal durchgucken kann, ist das in Ordnung. Aber es muss was da sein. Es muss zu Hause dann auch auf dem Tisch liegen können und nicht zerknüttelt irgendwo in der Jackentasche. Ja. Also solche Broschüren sind sicherlich sehr, sehr wichtig. Es geht ja zuerst darum, mal festzustellen, okay, Ihr Kind liegt im Bereich eines Risikos oder nicht. Grundsätzlich, oder? Und
diese Information ist wichtig, die abgegeben wird, die Information muss verdaut werden von den Eltern, vom Kind natürlich auch, wir sollten das nicht vergessen, es ist schwierig zu definieren, ob es es versteht oder nicht, vermutlich nicht, aber müssen es wenigstens versuchen und eben etwas abzugeben und sagen, schauen wir uns in 6 Monaten die Biometrie nochmal an, wir schauen uns die Korrekturveränderung an und sobald eine Progression da ist, eine Zunahme der Kurzsichtigkeit, die für mich eben schon beginnt, wenn es bei plus 0,5 ist und Richtung emmetrop geht und es ist erst 6-jährig, dann weiß ich auch schon, okay, ich beginne natürlich nicht bei Emmetropie, aber ich möchte sie dann wieder in 6 Monaten oder in 12 Monaten sehen und in der Zwischenzeit kann es reifen, die Leute können sich informieren und entsprechend werden sie mit anderen Fragen kommen und auch Wünschen kommen, das zu machen. Aber ganz ehrlich, sind ja Verhaltensempfehlungen auch bei solchen leicht überoben, zählt ja auch eigentlich schon zum Thema Myopiekontrolle. Ne? Also das ist auch schon wichtig, frühzeitig anzufangen und man kann ja auch low anfangen. Also jedes bisschen Zeit im Freien, weniger in der Arbeit, alles was eben damit zusammenhängt, kann man ja schon mal auch in dem Zeitpunkt beginnen, ohne dass ich jetzt akut eine, ich nenne es mal invasive Therapie mache. Das probieren wir bei uns in der Praxis auch systematisch jetzt, dass wir mit diesen Devices Q-Clip und Vivio letztendlich jetzt arbeiten, dass wir das den Kindern mitgeben, dass die das tragen und wir dann über eine Woche das dann ausmessen und dann dementsprechend dann zurückgeben und sagen, so und so sieht es aus, Tageslicht ist zu wenig, muss mehr raus und man hat letztendlich... Auch da musste meine Tochter wieder hinhalten, als sie die erste war, sie es dann ausgetestet hat, so eine Art Biofeedback hat man, das Ding fängt an zu vibrieren, wenn sie zu nah dran geht. Und das war am Anfang, glaube ich, hat das Ding 240 Mal vibriert. Und so, dass sie das dann über die Woche dann nicht so hingekriegt hat, dass es halt nur noch 10 Mal am Tag vibriert hat. Also man kann da schon einiges machen. Genau, das ist so ein Biofeedback, das funktioniert ganz gut. Das finde ich sehr wichtig, diese Ansätze, oder eben das Sehverhalten zu hinterfragen und zu verbessern, das nach draußen spielen gehen sowieso, also diese weichen Faktoren, die zuerst mal helfen und man sieht ja dann im Laufe der Zeit, ob diese Faktoren alleine genügen, wenn ja, perfekt. Toll. Aber das müssen wir letztendlich ja messen, das können wir gar nicht über die Fragen herausbekommen, weil das, was subjektiv empfunden wird, das vollkommen deckt sich nicht mit dem, was letztendlich dann die Realität ist und auch die Verhältnisse in den Schulen, wie die sind, die Lichtverhältnisse, da gibt es überhaupt keine Daten dazu. Ich wüsste jetzt die nicht. Und man hat so das Gefühl, dass es dann eher doch ein bisschen zu dunkel ist in den Schulen. Wenn man sich unsere eigenen Daten jetzt anschaut und auch der Wunsch, dass man hier mit den Schulen kooperiert, das ist auch eine ganz, ganz große Hürde, dass da überhaupt irgendwelche Schulen mitmachen. Also wir haben eine Anzeige in der Zeitung gegeben, dass wir so ein Infoart machen über Myopie. Wir hatten das irgendwie ein paar Wochen vorher über AMD gemacht. Das war so nach, gab es glaube ich 50 Plätze, nach einer Stunde war das Ding schon durch. Und beim Myopie haben sich da 2 Leute gemeldet. Ich glaube, man muss auch da eher an die Lehrer mal gehen. Auch an die Lehrer sind wir gegangen. Haben wir die Schule angeschrieben und sie haben nichts zurück. Vergiss es. Keine einzige Schule in Düsseldorf hat sich zurück. Also die Lehrer, die haben auch echt die Nase voll mit irgendwelchen neuen Sachen. Ja. Sind schon bedient mit dem, was sie noch machen müssen. Ja. Lehrpläne und so. Ich sitze ja ab und zu einem Lehrer gegenüber, ja, die dann auch wirklich jammern. Ja, ich würde auch jammern als Lehrer. Echt. nicht so wie ihr meint. Ja, die haben das wirklich echt, also da ist eine Sauerei, was da zum Teil gemacht wird mit Lehrern. Also.